So. Ja, super. Funktioniert also tadellos. Dann muss ich jetzt aber hier noch Wasser hinzufügen und. Nee, das Wasser steht schon. Super! Also, hier per Leiter kann man nach oben steigen. Dauert zwar dann etwas länger, aber es ist nun mal die beste Möglichkeit, um nach oben zu gehen. Und wenn man ins Lager, also in den Lagerkeller möchte und hat es ein bisschen eilig, man möchte nicht die Treppe, die Leiter nehmen, stürzt man sich einfach aus 50 Meter Höhe nach unten und kommt lebend an und kann dann ganz bequem hierher oder hierher finden. Und dann ist hier Lagerfläche und toll. Super, oder? Also wird es jetzt Zeit, die Lagerfläche zu bauen. Und ich spiele mit dem Gedanken, dieses Areal, weil da fängt ja schon wieder eine Höhle an, einfach hier gerade auszubauen. Und dramatisch, die Welt bewegte sich, als er diesen Plan aussprach. Ich mag dieses Gewittergeräusch. Ich finde, es ist sehr gut gemacht. Und ich muss jetzt mal ganz kurz nach oben, weil meine Hungeranzeige, die wird langsam immer leerer. Und deswegen diese eine Melone, die da gewachsen ist, die ernte ich gleich mal. So, eine Axt brauche ich dafür, ne? So, kriege ich ein paar Melonen. Und dann wächst das auch irgendwann sofort wieder nach. 6 Stück, ja. Kann man was mit anfangen? Ah, und gleich die nächste. Das funktioniert ja echt super. Hervorragend. Was ich nicht verstehe, warum die hier nicht wachsen. Braucht das Zeit oder haben die keinen Platz? Wobei, die braucht auch ziemlich lange, also. Ach, wahrscheinlich, weil dir das Licht nicht so gut hinkommt. Ja, man sieht es ein bisschen, ne? Die Fackel hier, das Stück Erde ist ein bisschen heller als das hier. Das liegt wahrscheinlich daran, weil hier nicht. Pass auf. Dann stelle ich jetzt einfach Fackeln hin. Dann wachsen die schneller, zumindest die Pflanze. Die Melone an sich könnte dann theoretisch aber nicht wachsen. Was aber kein Problem ist, weil bis dahin kann ich die Fackeln ja dann wieder wegtun und dann haben die Platz zum Wachsen. Ich lasse sie mal stehen, vielleicht bringt es ja was. So, auf jeden Fall speisen sie göttlich. Melonen ist das neue Paprika. Keine Ahnung. Ja, und hier so vorne, hier würde ich vielleicht ein paar Blümchen anpflanzen oder sowas. Huch. So. Okay, also ich gehe jetzt nochmal nach unten. Lalalala. Man kann wirklich nicht sterben, das ist super. Okay, und dann. Ja, ist ein bisschen ungewohnt. Ja, dann muss man hier halt ein bisschen außen rum gehen. Und hier. Also, wenn hier die Höhle anfängt, dann wollte ich eigentlich jetzt hier gerade ausbauen. So viel Fläche brauche ich eigentlich auch gar nicht. Ich müsste nur. Ja, also entweder ich gehe nur in die Breite oder ich gehe wirklich nur in die Länge. Weil ich brauche ja. Ich muss ja nur Kisten hinstellen. Mehr ist das ja gar nicht. Ich brauche nur ein paar Kisten. Und mehr ist ja auch gar nicht notwendig. Die Frage ist, wie weit kann ich mich jetzt hier reingraben, bevor irgendwie ein Höhlensystem auftaucht? Weil das dann immer ziemlich schwierig und kompliziert, das dann wieder umzubauen und an Wände zu schaffen, dass ich dann da irgendwie und so weiter. Ne? So. Habe ich jetzt eigentlich genug Spitzhacken? Nein, ich habe nur noch diese eine. Ja, dann werde ich gleich sowieso wieder nach oben müssen. Granit ist sehr gut. Granit wird nämlich ja, die Haupteinrichtung darstellen. Und das war schon die Spitzhacke. Was soll man machen, ne? So. Okay,
Ja, die Kakaobohnen, die sind schon fast vollständig alle gereift. Kann man da ohne weiteres Kekse machen oder brauche ich da Zucker für? Ich ernte mal welche ab und guck mal in die Dingsliste. Also in die Werkbank, da meine ich. So. So, jetzt muss ich erstmal wieder neu anpflanzen. Das ist ein bisschen. So. Ja, stimmt. Hier könnte ich auch noch anpflanzen, theoretisch. So. 19 Stück sind jetzt noch übrig. Dann gucke ich mal, was ich hier per Werkbank alles basteln kann an Nahrungsmitteln. Nein, ich brauche Weizen dafür. Alles klar, gut. Dann gucke ich mal eben nach. Kekse sind jetzt auch nicht so das Nahrungsmittel Nummer 1. Die füllen, glaube ich, auch nur einen Hunger. Das wächst ganz schön langsam. Ich glaube, das hat nichts mit Licht, das hat einfach was mit, weiß nicht, zu tun. Die wilde Natur. Sie weiß nicht, wie sie sich entscheiden soll. Ja, okay. Also das Weizen braucht noch ein bisschen. Vielleicht sollte ich da auch mal irgendwie Fackeln hinstellen oder sowas. Reicht das, wenn ich die hier überall... Ach. So, einfach mal überall Licht. Solange ich jetzt keine Lichtsteine habe. Ich weiß nicht, ob das sowas bringt. Ich weiß nur, Lichtfaktor wird hier im Spiel berechnet. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, wenn ich hier jetzt überall Fackeln hin tue. Kann ja nicht schaden. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie Kohlemangel hätte oder sowas. Außerdem kann ich die hier auch noch einsammeln. Weil draußen, ich glaube, nachts ist der Wintergarten so hell erleuchtet, da brauche ich hier draußen kein Licht mehr. Höchstens hier vielleicht an der Haustür. Aber ansonsten bin ich da lichtmäßig gut versorgt. Jetzt gehe ich aber nochmal nach unten mit neuer Spitzhacke. Die Kakaobohnen, die tue ich jetzt erstmal hier rein, provisorisch. So, Dschungelholz brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich brauche eigentlich nur noch Spitzhacken. Und ich gönne mir jetzt mal die erste Eisenspitzhacke. Oh, noch welche aus Stein. So, ach, das geht viel schneller. Sehr gut. Okay. Also, hier würde das Ganze dann reingehen. Hier könnte man dann, ne, neues Höhlensystem und hier würde es dann weiter reingehen. Ich benutze die Eisenspitzhacke jetzt einfach mal so ganz frech. So. Ach, das ist schön, dass hier ganz viel Granit ist. Werde ich nämlich alles brauchen. Und vielleicht, ich glaube, vor diesem, da werde ich nochmal eine Doppeltür hinbauen, dass das nicht so offen liegt, sondern falls mal irgendwann in hunderten Jahren irgendwelche Aliens landen, dass die dann sehen, oh, da ist eine Tür, da muss etwas sein. Was so gesehen eigentlich ziemlich dämlich ist, weil man es ja geheim halten will. Ich meine, da sind teure Schätze drin, ja. Aber. Ach, was weiß ich, vielleicht denken die Außerirdischen dann, oh, er hat sich Mühe gegeben, es zu verstecken, aber zwecklos. Wir übernehmen ab hier. Ja, Diorit. Ich muss mal schauen, vielleicht sieht das mit dem polierten Diorit gar nicht mal so schlecht aus, wenn man das als Fußboden benutzt. Aber ich möchte jetzt eigentlich erst nur mal in die Länge bauen, damit ich weiß, wie weit ich gehen kann. So, meine Stunde ist jetzt schon vorbei. Ich warte mal kurz. So, ich bitte, diese kleine Unterbrechung zu entschuldigen. Gerade klingelte das Telefon. So, ich baue weiter ab. Und um ehrlich zu sein, dieser Moment jetzt, wo ich hier spreche, der ist jetzt bestimmt irgendwie, ich weiß gar nicht, 2 Wochen später oder so. Ich habe nämlich, nachdem dieses
kleine, hässliche Drecksding. Ja, seitdem mich das aus der Aufnahme geklingelt hat, ab da habe ich dann nämlich sofort eine Pause gemacht, weil die Aufnahmestunde sowieso eh schon vorbei war. Und ich dachte mir, ach, jetzt noch eine neue Session anfangen, ich weiß nicht, das ist... Ne? Außerdem hatte ich an dem Tag dann sowieso schon genug Folgen, deswegen habe ich mich entschlossen, eine Pause zu machen. Zwischenzeitlich kam bereits Skyrim für PS4 bei mir an, seitdem mache ich auch nichts anderes. Und, naja, jetzt sitze ich hier, denn mir sind die Folgen ausgegangen und ich möchte euch selbstverständlich wieder mit neuen Minecraft-Folgen versorgen. Im Übrigen habe ich in den letzten Wochen und in den letzten Tagen, habe ich jetzt auch auf Kommentare geachtet, also achte ich so eigentlich auch schon, ja, aber da waren sehr schöne Kommentare dabei und vielen herzlichen Dank. Minecraft scheint sehr gut anzukommen, besser als je zuvor, in der Form, wie ich es jetzt mache, also wirklich komplett schlicht, ganz klassisch, so wie in guten alten Zeiten und ich habe beschlossen, das so weiterzumachen und ich spiele sogar mit dem Gedanken, vielleicht irgendwann, ich weiß nicht genau, zwei Minecraft-Folgen an einem Tag rauszubringen, weiß ich aber nicht, ob das, also ich probiere das vielleicht mal so zwei, drei Tage und gucke, ob das auch so Sinn macht. Ansonsten bleibt es wie sonst auch jeden Tag, ne, 15 Uhr. Gestern ist ausgefallen, das ist ein bisschen doof, weil, wie gesagt, mir sind die Folgen ausgegangen und ich, jetzt gab es da noch eine Umräumung hier und das hat auch nochmal Zeit gekostet, aber jetzt habe ich die Zeit und Ruhe aufzunehmen und, ja, so viel zu dem Thema.